Arya Stark ist eine der beliebtesten Figuren in Game of Thrones und eine der wenigen, die alle 8 Staffeln überlebt hat. Die jüngste Stark-Tochter hat mehr als ihren gerechten Anteil an Schwierigkeiten erlebt und die Zuschauer wurden Zeuge ihrer Klugheit und Willensstärke während jeder Widrigkeit. Sie wurde 2-mal gefangen gehalten, erhielt eine quälende Ausbildung im Haus von Schwarz und Weiß und bewies schließlich ihren Mut, indem sie die meisten Namen auf ihrer berüchtigten Tötungsliste streichen konnte. Vielen Fans mag es so vorkommen, als könne Arya nichts falsch machen, aber es wäre nachlässig zu behaupten, dass sie auf ihrem Weg nicht auch ein paar Sünden begangen hat. Die Figur neigte dazu, sich von ihren Emotionen leiten zu lassen, wie ihr Verrat im Haus von Schwarz und Weiß zeigt oder als sie den Hund in Todesangst sterben ließ. Dennoch gibt es einen Moment, der die anderen Fehltritte übertrifft. Einen, der eine Seite von Arya zeigte, die bei den Fans einen bitteren Beigeschmack hinterließ. In Staffel 7, Episode 5 von Game of Thrones, Ostwach, wird Arya misstrauisch gegenüber ihrer Schwester Sansa, die ihre Autorität ein wenig zu sehr zu genießen scheint, während Jon Snow nicht in Winterfell ist. Sansa bestreitet natürlich Aryas Anschuldigung, sie wolle ihren Bruder verraten. Aber als Arya den alten Brief findet, den Sansa geschrieben hat, als sie von den Lannisters als Geisel gehalten wurde, scheint dies die Zweifel der jüngeren Stark-Schwester zu bestätigen. Gleich in der nächsten Folge, jenseits der Mauer, schleicht sich Sansa in Aryas Zimmer, wo sie schockiert Aryas Sammlung von Gesichtern vorfindet. Arya ertappt sie auf frischer Tat und droht ihr unverhohlen mit dem Tod. Als Sansa Arya über die Gesichter ausfragt, sagt Arya zu ihr: "With the faces I can choose, I can become someone else. Speak in their voice. Live in their skin." Dann nimmt Arya ein Messer vom Tisch und schleicht sich näher an Sansa heran, während sie sich laut fragt, wie es wohl wäre, Sansas Gesicht zu tragen. Dann übergibt Arya Sansa ruhig das Messer und verlässt den Raum, während Sansa vor Angst zittert. Es stimmt zwar, dass die Schwestern in der Vergangenheit nicht gut miteinander ausgekommen sind, aber die Vorstellung, dass Arya Sansas Leben bedroht, ist einfach beunruhigend. Ganz zu schweigen davon, dass es nicht zu ihrem Charakter passt. Schließlich sind nur noch wenige Mitglieder der Familie Stark übrig und es wäre schädlich für ihre Sache, wenn sie anfangen würden, sich gegeneinander zu wenden. Glücklicherweise durchschauen Sansa und Arya Lord Baelishs Plan, sie auseinanderzubringen und führen ihren eigenen Plan aus. Trotzdem hat uns Arya einen Moment lang wirklich Sorgen bereitet. Wenn man bedenkt, welche Reise Arya während der gesamten Geschichte von Game of Thrones durchgemacht hat, ist es leicht zu verstehen, dass sie hin und wieder einen Fehler machen könnte. Vor allem, wenn es darum geht, Menschen zu vertrauen. Als Wildfang der hochgeborenen Familie Stark aus dem Norden wünscht sich Arya nichts sehnlicher als das Kämpfen zu lernen und selbst Macht zu erlangen, obwohl ihr Vater Ned immer noch die Hoffnung hegt, dass sie einmal einen großen Lord heiraten und viele Erben zeugen wird. Obwohl die schwesterlichen Streitereien von Arya und Sansa den größten Teil der ersten Staffel der Serie einnehmen, sind die beiden die einzigen Zeugen der Familie, als Ned in Königsmund enthauptet wird. Und die Jahre der Trennung kommen ihrer Beziehung schließlich zugute. Ohne ihre Familie muss Arya viel durchmachen, um es milde auszudrücken. Dank ihres schnellen Instinkts entkommt sie immer wieder aus der Gefangenschaft und aus Situationen, in denen sie dem Tod nahe ist, ohne nennenswerte Verbündete, was wahrscheinlich zu ihren Vertrauensproblemen beiträgt. Schließlich freundet sie sich mit dem geheimnisvollen Jaqen H'ghar an, der sie nach Braavos führt, um ihr die Wege der Gesichtslosen zu zeigen. Aber Arya kann den scheinbar endlosen Regeln der Gesichtslosen nicht ganz folgen und nutzt ihre neu gewonnenen Fähigkeiten zur Gesichtsveränderung, um sich an ihren Feinden zu rächen. Es fällt jedoch schwer, Arya nicht zu unterstützen, auch wenn sie sich den Regeln der Gesichtslosen entzieht. Die Menschen, die sie dezimiert, sind in der Regel schlichtweg böse, wie der Stark-Mörder Walder Frey, so dass ihre Rache am Ende ziemlich gerecht erscheint. In der 8. Staffel der Serie scheint Arya schließlich ihre endgültige Form erreicht zu haben. Sie setzt ihre Kampffähigkeiten ein, um den Nachtkönig zu vernichten und die ganze Welt zu retten, überlebt den letzten Kampf um den Eisernen Thron und geht dann ihren eigenen Weg, indem sie sich aufmacht, um das zu finden, was westlich von Westeros liegt. Am Ende ist Arya Stark das, wovon sie immer geträumt hat. Eine mächtige, unabhängige Frau, die ihren eigenen Weg in der Welt geht, wohin er sie auch führen mag. Schaut euch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Bald kommen noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingscharaktere. Abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.